So, Freunde, der Tag der Tage ist gekommen. Ich werde mir jetzt Seven vs. White, die allererste Folge, anschauen. Eine Sache, die ganz wichtig ist, jede Reaction wird es hier auf dem Live-Kanal geben. Zum Behind the Scenes und natürlich auch zur zweiten Staffel. Wer darauf Bock hat, das nicht verpassen will, ein paar Hintergrundinformationen haben will und meine Reaktion sehen will, wie ich auf gewisse Situationen natürlich auch der anderen Teilnehmer reagiere, auf jeden Fall ein Abo hier lassen. Damit supportet ihr natürlich das Projekt, mich selbst. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, Freunde, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ihr müsst wissen, es steckt ja jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr Vorbereitung, Planung, alles Mögliche drin. Und jetzt ist der Punkt, an dem ich hier sitze. Und dort oben steht, Seven vs. White Panama, die Aussetzung Folge 1. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe nichts gesehen. Ich werde das jetzt gemeinsam angucken, mit euch quasi. Eine Besonderheit ist, und zwar, ich werde das Ganze hier offline aufnehmen. Ich bin nicht im Stream, ich habe leider keinen Chat, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo wir es quasi dann gucken könnten, schon in Afrika bin. Ihr wisst, ich bin gerade für Warner Bros. Discovery weltweit unterwegs, gerade ein halbes Jahr, bin die Hälfte der Zeit nur irgendwo auf dem Planeten, war in Papua, jetzt genau, Südafrika. Und ja, Freunde, es geht los. Wir gucken. Let's go, komm. Bevor das Projekt jetzt endlich losgeht, noch eine wichtige Info. Es hat alles sehr, sehr viel Geld gekostet. Das muss natürlich finanziert werden. Jetzt startet natürlich auch noch die allererste Folge, die wahrscheinlich zwei, drei Leute werden sie sich angucken. Auch noch mit dieser Szene, wo ich so extrem übertrieben ausgeleuchtet bin. Oh, Standbild, komm, nee. Durch passende Sponsoren. Von daher gibt es pro Folge jetzt einen 30-Sekunden Werbeslot. Der macht das Ganze erst möglich. Ihr supportet das damit, guckt euch also an und spart an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen was. Genau, also ganz wichtige Info, ihr habt es auch mitbekommen, so ein Projekt kostet scheiße viel Geld, wir müssen es irgendwie finanzieren, es geht gar nicht anders, ihr könnt das Ganze kostenlos gucken, ja, also ihr zahlt auch kein Geld dafür, das heißt, irgendwo muss die Finanzierung herkommen. Das machen wir über Sponsoren, in jeder Folge gibt es einen 30-Sekunden Werbeslot, ich weiß, ich habe es nochmal wiederholt, aber damit ihr es versteht, das ist quasi überhaupt die Grundlage für so ein Projekt, ja. Guckt euch das an, ihr unterstützt mit, wenn ihr euch die 3 Sekunden mal kurz anguckt, würde mich sehr, sehr freuen. Ich denke, es ist auch in vielen Sachen was dabei, was ihr selber nutzen könnt. Coole Aktion, vielleicht auch der ein oder andere Tipp für ein Weihnachtsgeschenk. Ich denke, da haben wir coole Partner rausgesucht. Von daher, let's go, kleiner Werbeslot und dann geht's los. Wie sollte es anders sein? In Folge 1 natürlich Rhinosheet als Partner mit am Start. Die haben damals schon in Schweden die erste Staffel überhaupt erst möglich gemacht, haben mich auf vielen Touren unterstützt und wir haben diverse Outdoor-Tests, ja, extrem Outdoor-Tests mit dem Handy gemacht. Hier ein kleiner Einblick. Und rauf auf den Stein. Es wird nur dreckig, aber kaputt geht's nicht. Man nehme eine rostige Machete, eine Rhino-Shield-Hülle und ein Handy. Man kann das Ganze super malträtieren. Das klingt sehr unangenehm, aber das Handy bleibt heile. Ganz ehrlich, wir hatten wirklich ein bisschen Angst, dass es nicht überlebt hat. Deswegen Hülle ab. Aber das Handy ist wie neu. Es ist nichts dran. Es hat mal wieder funktioniert. Wenn ihr euer Handy also optimal schützen wollt, gönnt euch eine Hülle von Rhino Shield mit dem Rabattcode 7 vs. White. Spart ihr 17%. Und den Link dazu findet ihr im angepinnten Kommentar und der Videobeschreibung. So. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Die allererste Szene ist, das ist doch die Simsalabim-Szene, oder? Das ist sie doch, die zu einem Meme geworden ist bei TikTok und Instagram Reels und so weiter. Simsalabim. Da bin ich wieder, hallo. Hallo. Geil, geil, geil. Staffel 1 war kalt, nass und hart. In der Wildnis von Schweden durften wir Angst, Verzweiflung und Glück gemeinsam mit 7 Kandidaten erleben. Am Ende schafften es 3 von ihnen, die 7 Tage durchzustehen. Bei dieser Stadt. Ich sag's euch ganz ehrlich, wenn ich diese Aufnahmen sehe, kriege ich A, Flashbacks, würde jetzt gerne wieder da irgendwie in Schweden mit dem Rucksack rumtouren und mit dem Kajak und keine Ahnung was und die Staffel 1 nochmal angucken. Also, das sind teilweise auch Aufnahmen, die du ja schon wieder vergessen hast. Staffel ändern sich ein paar Kleinigkeiten. Was ändert sich denn? Oh, der Stein. Ich werde ihn nie vergessen. Oh. Wie in Staffel 1 werden 7 Kandidaten für volle 7 Tage alleine ausgesetzt. Allerdings hat im Vorfeld eine Selbsteinschätzung darüber entschieden, wie viele Gegenstände jeder Teilnehmer mitnehmen darf. Ja, ihr wisst es. Vom Live-Kanal. Gegenstände wurden im Vorfeld zusammen mit Erste-Hilfe-Sets und Kommunikationstechnik in einem Dry-Bag an dem jeweiligen Ort der Aussetzung platziert.
die Grafiken auch übergeil, Alter. Boah. Das Ding ist doch hier, gerade wie die Drohne sich dreht, das ist doch... Ich habe irgendwie am Rande mitbekommen, dass sie diesmal zusätzlich noch so eine FPV-Drohne haben, die halt so ein bisschen krass fliegt. Das ist doch hier eine Aufnahme davon, oder? Das macht doch keine normale Drohne mit dieser Drehung. Mittels GPS-Sender müssen die Teilnehmer täglich durch einen Code Green bestätigen, dass sie am Leben sind. Ja? Ein Code Yellow bedeutet einen Abbruch, ein Code Red einen Notfall. Ich sterbe gerade. Das Öffnen des Medikits führt zu Punktabzug. Außerdem gibt es jeden Tag eine Challenge, die bewältigt werden kann. Die höchste Gesamtpunktzahl aus allen Challenges bestimmt den Gewinner. Alter, ganz ehrlich, also diese Grafiken, diese Einblendung, diese Animation mit noch dem Sprecher, der Musik. Was, Alter? Das ist krass, das ist krass, das ist geil, geil, geil. Panama City, 8.30 Uhr. Ja, ich weiß jetzt, was für eine Szene kommt. Geil! Stopp! Da sind sie. Alle 7 Teilnehmer. Joris, Sascha, Knossi, Otto, Nova, Sabrina und meine Wenigkeit. Man muss das auch mal stehen, man muss auch mal wirken lassen. Man muss auch nochmal jetzt hier die Outfits checken, den Style checken. Weil man merkt schon so ein bisschen auch so... Oder spürt ihr das? Guckt zum Beispiel Otto. Tarnschminke im Gesicht, hochgekrempelte Ärmel, komplett Military Outfit, dschungelmäßig Jungle Boots. So, ich mach den Ranger. Nova macht hier, was macht Nova? Nova macht die Pfadfinderin. Sabrina geht ganz klar so Richtung Lara Croft. Oder? Knossi? Ja, was macht Knossi hier? Ich, ganz ehrlich, ich feiere diese Mütze, ne? Diese Mütze, ich hab, als ich es erstmal im Stream gesehen habe, Ich hab mir so gehofft, dass die mit dem Sascha auch geil unterwegs sind, einfarbig, aber mit sehr interessantem Schuhwerk. Joris aber auch geil, mit dem Buni. Ich glaube sogar, es ist der Buni, nur in einer anderen Farbe, den ich in Staffel 1 dabei hatte. Ich habe mich diesmal für ein Cap entschieden. Ja, ihr seht's, ja, auch so ein bisschen mein Markenzeichen. Geil, die Teilnehmer so wieder zu sehen. Eine ganz wichtige Info noch zu den Reactions, ne? Ihr sollt natürlich die Folgen das allererste Mal entspannt in der Gesamtheit ohne Stopp euch angucken, auf meinem Kanal. Und das genießen. Wenn ihr hier in der Reaction seid, dann geht es natürlich darum, bisschen Erfahrungen, Hintergrundinformationen, Einschätzungen, wie auch immer. Ich werde natürlich oft stoppen. Ich werde oft auch den Vibe, den Flow, die Musik, das irgendwie killen durch meinen Stopp. Ja? Aber genau deswegen sind wir hier in den Reactions. Von daher guckt euch die Folge erst auf dem Kanal an und gönnt euch dann vielleicht, wenn ihr Bock drauf habt, ein paar Reactions von euren Lieblingsstreamern. Geil! Schreibt auf jeden Fall mal in den Chat, würde ich jetzt sagen, aber ich bin leider offline, wir werden uns aber viele Reactions natürlich auch noch im Stream angucken. Aber schreibt mal in die Kommentare, wer hier das geilste Outfit hat. Ich finde, ich sag's ganz ehrlich, gut, Mädels muss man jetzt außen vor lassen, weil kann ich natürlich jetzt mit meinem Outfit vergleichen. Aber Ottos Outfit ist schon geil mit diesem Gesicht, das ist schon fett. Ansonsten muss ich aber sagen, bin ich mit meinem Outfit auch irgendwie happy. Ich habe mir tatsächlich extra hier so hohe Stiefel noch geholt, das so reingesteckt. Das sieht noch so ein bisschen martialisch aus. Mit dem Hemd finde ich auch nice. Ja, doch, ich bin zufrieden. Finde ich geil. So, jetzt machen wir aber weiter. Komm. Oh, meine Schuhe. Geil. Die Stiefel sind nice. Geil, wie das geschnitten ist mit diesem Slow-Motion, dann zur Mucke. Das sind die Details, auf die ihr auch mal achten müsst. Ja. Jetzt kommt die Ansage von Ed Stafford. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt oder nicht. Ist eine absolute Legende, was den Survival-Bereich im TV und so weiter angeht. Ich glaube, die Leute, die so Serien verfolgen, kennt jeder ihn. Ist irre, was der Mann geleistet hat. Und das war auch ein Moment, davon wusste ich auch nichts. Wir stehen da, es geht quasi fast los und plötzlich kriegen wir diese Videobotschaft. Aus dem Nichts einfach. Ihr müsst euch mal vorstellen, was da an einem vorgeht. Ja?
Ich habe die letzten 3 Tage, ich habe so eine Playlist drauf mit Wikingermusik. 20 Minuten lang, jeden Tag morgens, habe ich so Achtsamkeitsübungen gemacht, mit wie ich meine Sinne wahrnehme, mit irgend so einem Valhalla-Zeug im Hintergrund. Ich war vollkommen im Fokus drin. Ich hatte seit 3 Tagen nur noch komplett im Vibe. Ich war schon auf der Insel an meinem Platz mit meiner Machete unterwegs so. Und dann wollte ich endlich los und plötzlich kriege ich noch eine Ansage. Das war wie eine Erleuchtung. So ein Ding war das. Participants, welcome to Seven vs. Wild. Seven vs. Oh, Wild. Das ist Ed Stafford. Das ist der. 60 Tage auf der Insel, wo den Ding verliert. Das ist der. Ja, ich sehe es. Das ist der. My name's Ed Stafford and I've traveled all over the world in tropical areas and had to handle many difficult situations. Over the next 7 days, you will experience firsthand how tough that can be. Otto, Joris, Nova, Sabrina, Sascha. Sascha. Das Geilste, Sascha! Nossi and Fritz. Some of you are experienced, others less so. In the end, however, it all comes down to just one thing. The will to persevere. Ey, und das, nochmal kurz zurück. Ihr steht da, pass auf, warte. In the end, however, it all comes... Ihr steht da, in dieser Halle. Dieses Projekt ist seit einem Dreivierteljahr, wie auch immer, in Planung. Du weißt, es wird größer, es wird krasser als Staffel 1. So. Du stehst da, du bist in deiner Meditation schon komplett drin, in dem Fokus. Du bist mit der Machete into the jungle. So, du weißt, jetzt geht's ab. Und dann stehst du da und kurz vorher kommt Ed Stafford, die Legende, gibt dir eine Videobotschaft, spricht dich persönlich an und haut raus. Am Ende kommt es nur auf eins an, den Willen durchzuhalten, Freunde. 90% entscheidet sich hier oben im Kopf, ob du etwas schaffst oder nicht. Wird dich die Insel brechen? Wird dich Seven vs. Wild brechen? Wen wird sie brechen? Wann? Wie oft? Und warum? Und genau das werden wir in den nächsten Folgen erfahren. Und dieser Moment, wo er sagt, es kommt nur darauf an, den Willen durchzuhalten, Leute. Es war ein geiler Moment. It comes down to just one thing, the will to persevere. I hope all of you will make it through the 7 days and I wish you an exciting and... Ich war komplett im Fokus. Ich weiß, ich wirke oft manchmal so ein bisschen gelangweilt und unemotional und kalt und sowas in gewissen Situationen, aber das liegt daran, wenn ich sehr im Fokus drin war. Ich bin komplett in dem Film gerade. Unique experience. Good luck. Das fühlte sich nochmal wie so ein Abklatschen an. Wisst ihr, wie ich meine? Wie so ein Handshake mit Ed Stafford, Alter. Ich bin so aufgeregt, Alter. Alter! Hä? Was war das denn gerade? Wo? Hä? Da kam plötzlich eine Stimme her, die Sam... Was ist das für ein Song? Hä? Ich muss nochmal zurück. Sorry, das muss ich... Ich muss nochmal dieses Feeling. Ich muss es nochmal neu. Hä? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dieses Feeling war. Ganz kurz, versteht ihr das überhaupt? Da fliegen 2 Helikopter mit den Teilnehmern und die Kamera ist keine Drohne, da ist noch ein Heli. Wir haben, verdammt nochmal, 3 Helikopter, die parallel irgendwelche Flüge machen, mit 3 Kameramännern in jedem Helikopter ein, plus die GoPros, in diesem Helikopter zu sitzen, parallel mit dem anderen, über den Dschungel zu fliegen. Ich weiß nicht, ob dieses Feeling überhaupt rüberkommt, ob gleich eine Aufnahme kommt. Ich hänge da draußen, wir hatten keine Türen mehr, Alter. Ich hänge da draußen angeschnallt. Dass der Wind die ganze Zeit unter mir die Baum will, bam, bam, bam. Ich hatte das Gefühl, ich bin in so einem richtigen Film drin, Alter. Es war so krank. Es war ultra krank.
Mann. This is the beginning! Ja, ich musste meine Mütze abnehmen, weil das wäre mir sonst weggeflogen. Deswegen sehe ich so ein bisschen aus wie ein Dulli. Dieser Moment. Ey, ich will nicht zu viel spoilern, weil es vielleicht in Behind the Scenes noch kommt und so weiter. Aber das ist da alles nicht nach Plan verlaufen. Und es hieß irgendwie, ja, erstmal springen die, bla bla bla. Wir werden später noch drüber sprechen. Und plötzlich, aus dem Nichts, Knossi, du springst! Keiner war vorbereitet, keiner hat mitgerechnet. Jens Knossi Knossalla, König des Internets, Entertainer, Schreihals. Knossis loses Mundwerk brachte ihm den Platz in dieser Staffel ein. Seinen Durchhaltewillen stellte er unzählige Male auf dem Weg an die Spitze des Internets unter Beweis. Doch Ruhm, Anerkennung und Applaus gibt es im Dschungel nicht. Wird er 7 Tage mit sich selbst verbringen können? Ey, leck mich am Arsch. Ihr müsst euch kurz vorstellen, in was für einer Situation ich mich gerade befinde. Wir haben Freitag, 11.47 Uhr. Morgen, Samstag, 18 Uhr, kommt dieses Video, was ich quasi gerade exklusiv als erstes gucke, weil ich schon in Afrika bin und es da nicht gucken kann. Das heißt, ich weiß quasi, was in ein Tag und 6 Stunden abgehen wird. Das wird das Internet löschen. Also, sorry, das ist von einem anderen Planeten, Alter. Jens Knossi Knossala, 36 Jahre, Startgewicht 109 Kilo, 1,81 Meter, Skill-Ranking, eher weniger Gegenstände, Messer inklusive Tragerichtung, Grey-Wasserfilter, Feuerstahl, 30 Meter Paracord, Hängematte, Moskitonetz, 7 Zigaretten. Puh. Oh Mann! Sagt ehrlich, wie geil ist das, dass wir einfach mit einem scheiß Helikopter ausgesetzt wurden und dann aus dem Ding rausjumpen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da im Hintergrund an Planung, an Überlegung, an rechtlichen Problemen, an Vertragsgeschichten, an Medic-Sachen und so weiter passiert ist. Weil, machen wir uns mal nichts vor, eigentlich kannst du das nicht machen. Du kannst nicht einfach irgendwelche Leute, die sich bei so einem Projekt dabei sind, einfach aus dem Heli rausschmeißen. Das macht keiner. Das macht keiner. Guckt euch mal im Fernsehen an. Im Fernsehen, ja, es gibt einen Bear Grylls, der springt aus dem Heli raus. Das ist ein fucking Profi. So, ne, klar, der hat Fallschirm und so weiter alles. Aber ansonsten, keine Ahnung, ich kenne keine Serie, keine Sendung, wo irgendwie survivalmäßig die Leute einfach aus dem Helikopter rausgekriegt werden. Warum? Weil die Produktionsfirma rechtlich im Hintergrund, die trauen sich das gar nicht, weil die sagen, ey, da kann so viel schief gehen, das ist echt, das können wir nicht bringen. Selbst bei Alone und Co., da werden die mit dem Boot abgebracht, dann mit dem Helikopter, der landet. Und wir haben gesagt so, nein, machen wir nicht. Wir wollen Seven vs. White, Staffel 2, mit einem richtigen Schlag in die Fresse starten. Ja? Nass, kalt und warm muss es sein. Ja, deswegen direkt rein ins Wasser, alles nass, schwimmen, du musst direkt mit so einem Feeling reinstarten. Das, was wir bei Seven vs. White Staffel 1 in Schweden mit dem Boot hatten, das war quasi das Warm-up. Und jetzt geht's raus aus dem Heli. Kannst du das Ding noch steigern? Wie willst du das noch steigern? Aus dem Heli rausjumpen ins Wasser. Geht, was willst du mehr machen? Guckt euch das an, guckt euch das an, guckt euch diese Szene an. Alter. Ich muss dazu sagen, bei Knossi war es halt wirklich ein bisschen zu weit draußen, ne? Das, also im Nachhinein gab es da nochmal Gespräche. Knossi war ja der Erste. Da gab es vielleicht auch, naja, ein paar Einschätzungen von der Distanz, wo man gesagt hat, ja gut, ist vielleicht jetzt doch ein bisschen weit gewesen, ne? Weil es ist auch ein bisschen Wellen und Strömung und keine Ahnung was. Ja,
Ich denke, zum Thema Sicherheit und wie und warum und was der Plan gewesen wäre, wird es im Behind the Scenes noch Infos geben. Aber eine Sache kann ich euch schon mal verraten. Das war nicht so geplant, dass Jens so weit draußen ist, glaube ich. Diese Szene ist gerade so schnell hintereinander geschnitten. Jens wurde ja ungefähr so, naja, ich weiß nicht, ungefähr so hier so rausgelassen, ne? Wir sind mit den Helikoptern die ganze Zeit um ihn rumgekreist, um das zu beobachten, weil auch in dem dritten Helikopter, der Kamerahelikopter, der so zusätzlich war, war auch ein Rettungsschwimmer, der immer quasi umgekreist, der dann rausgejumpt wäre, um hinzukommen. Jetzt sind wir bei der Heli rangeflogen, Rettungsschwimmer rein und so weiter. Das heißt, wir mussten mit den Helis die ganze Zeit dort kreisen und warten, bis er wirklich an Land war, einfach aus Sicherheitsgründen. Und die Helis können nicht stehen und hovern, weil die dann mehr Sprit verbrauchen, als wenn die sich bewegen. Ungelogen, Alter, ihr könnt gern, wir warten auf die Reactions der anderen, aber ich bin der Meinung, wir sind bestimmt 15 Minuten um Jens immer rumgekreist, immer wieder Kreise geflogen, bis er an Land war. Das sieht so aus, als würde er hier runterspringen und ist in 2 Minuten an Land. Das ging Ewigkeiten. Ich bin gespannt, ob er das gleich noch erzählen wird. Oder ob das irgendwie noch thematisiert wird. Das war krass. Bei Knossi war es richtig krass. Ich bin gesprungen. Ich sehe genau deinen Spot. Palmen. Süßwasser. Geh rundherum. Ich hoffe, du machst es. Geil. 7 Tage, Bro. Alles Gute. Du schaffst es. Geil. Ganz ehrlich, Knossi Spot. Du siehst von oben das allererste, was wir sehen. Knossi Spot Aussetzung. Ich denke mir so, Alter. Sandstrand. Türkises Wasser, geile Felsen, kannst du mega dir ein abschnorcheln bestimmt, also tauchen mit Brille, super geil. Palme mit Kokosnüssen, du kannst dir ein Dach mitbauen. Hier hinten hat man schon gesehen, ist so ein Süßwasserfluss, der hier irgendwie rauskommt. Ultra krass, dann siehst du, okay, Treibholz, sieht aus nach Bambus, mega geil. Hier, Müll, so ein bisschen vereinzelt Müll angespült, kannst du Sachen craften. Als ich den Spot gesehen habe, dachte ich so, Alter, Paradies, das ist einfach, da, also einen geileren Spot könnte ich mir in dem Moment erstmal nicht vorstellen. Und dann kam später mein Spot. Da sprechen wir gleich drüber. Hey. Ich hab das nicht geschafft. Ich muss kurz warten. Bis ich reden kann. Ich will mich nicht fest. Abgenommen. Und das, was ihr jetzt gerade sagt, das ist, also es ist jetzt halt, es ist halt wirklich kein Scherz, ne? Also wir haben da im Nachhinein nochmal drüber gesprochen und geguckt und mit ihm gequatscht und so alles. Die Rettungssanitäter, Rettungsschwimmer waren ready, aber das war halt schon heftig. Also er hat sich da wirklich 15, 20 Minuten mit, ganz wichtig, habe ich noch gar nicht erwähnt, wir hatten komplette Klamotten an, inklusive Stiefel, Regenjacke und alles, das saugt sich voll. Ja, ihr könnt ja mal Kleiderschwimmen machen, das ist heftig. Dann bei Wellen und so weiter. Es kommt tatsächlich, finde ich, für mein Empfinden, jetzt hier in den Aufnahmen gar nicht so krass rüber, wie es wirklich war. Ich hab echt heftig. Ich sterbe. Ich möchte dich übertragen. Glaub mir. Ich komm gleich. Gut schlafen. Gut. Ich glaube, man sieht, das ist nicht gespielt. Könnt ihr mir zu 100% vertrauen? Und ich glaube, man sieht es auch in Knossi seinem Gesicht. Das ist gerade kein, ich spiele, mach hier einen Max, Max vor allem, ne, ich will jetzt hier irgendwie das hart machen, das war echt heftig. Nova! Nova hatte richtig Bock. Also, das Ding ist, guck mal, Nova hat mich ja damals von sich aus angeschrieben und gesagt oder gefragt, sie wäre gern bei einer zweiten Staffel mit dabei, hätte da mega Bock drauf. Man muss aber ganz klar dazu sagen, das war auf Grundlage von der ersten Staffel in Schweden. 7 Gegenstände, Schweden, bisschen mit dem Boot aussetzen, dies, das. Auf der Grundlage hat sie quasi zugesagt, oder nicht zugesagt, sondern sich bei mir gemeldet. Dann habe ich ja announced, ey, es wird eine tropische Insel, dies, das. Wo sie wahrscheinlich gesagt hat, ey, scheißegal, ich probiere es trotzdem, auch wenn es nicht Schweden ist, kenne ich mich eigentlich nicht aus, aber ich mache das jetzt. Und dann kam ja im Nachhinein noch die Geschichte mit der Gegenstandsverringerung. Also, das könnt ihr sie ja mal fragen, oder bin ich gespannt, ob sie diesem Projekt zugestimmt hätte, wenn sie wirklich gewusst hätte, was auf sie zukommt. Ob sie dann noch zugesagt hätte.
Weil man hat, glaube ich, auch ein bisschen gemerkt, sie ist da quasi in ein Projekt reingerutscht, hat dem zugesagt, wo sie nicht mehr rauskommt. Aber eigentlich hat sie sich das alles ein bisschen anders vorgestellt. Ganz kurz, Nova-Spot. Der hier, ne? Kein Sandstrand, Kies dafür. Also nur so die erste Einschätzung gebe ich jetzt wieder, die ich quasi aus dem Heli hatte. Man hat hinten wieder gesehen, da war auch irgendwie Süßwasser, kam da irgendwie so ein bisschen raus hier hinten. Soweit ich weiß, Palmen sah auch gut aus. Bisschen mehr Müll. Salz sieht nicht ganz so einladend aus wie der von Knossi, aber an sich auch jetzt erstmal gar nicht so schlecht, fand ich. Direkt am Wasser. Strömung, muss man mal gucken, wellenmäßig, aber hier auch Felsen. Felsen ist immer ein Indiz dafür, dass dann auch so Fische drumherum sind. Wenn die Wellen nicht so krass sind. Also dann sind trotzdem Fische da, aber dann ist natürlich das Tauchen ein bisschen schwieriger. Ja. Hier hocke ich übrigens, da bin ich. Hier, da an der Seite. Da hocke ich raus. Nova jetzt deutlich näher dran. Seht ihr das? Wir werden es gleich sehen. Guck mal. Ja, hier sieht man es. Also Nova war auf jeden Fall deutlich näher dran als Knossi. Okay, wir hören uns jetzt erstmal die Vorstellung an. Antonia Starlet Nova. Streamerin, Frohnatur, Schmuckdesignerin. Von vielen wird sie als die Schminktussi abgetan. Durch ihre Zusage wurde allerdings klar, sie hat deutlich mehr Mumm als so mancher Internet-Hater. 15 Jahre. Das ist übrigens, glaube ich, der Gruß von Pfadfindern, oder? Jahre verbrachte sie bei den Pfadfindern. Was sind da schon 7 Tage, oder? Okay. Wir gucken rein. 23, 80 Kilo, 1,79, Skill Ranking 50-50. Gegenstände, Beil, inklusive Schutzkappe. Okay, das gehört halt dazu, wie beim Messer die Scheide. Grey Wasserfilter, Feuerstahl und Biwaksack. Ich bin super gespannt, wie sich der Biwaksack schlägt. Alle haben davon abgeraten, inklusive mir. Ich habe nichts irgendwo gefunden. In irgendwelche Lektüre, in irgendwelchen Dschungelkampfausbildungen, Videos, extra irgendwelchen SAS-Dschungelbüchern, dass jemand jemals einen Biwaksack in einem tropischen Gebiet benutzt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ich bin aber, wir werden es sehen. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Und rein da. Gandalf der Graue hier zu sehen übrigens. Oh, was? Kommt sie hoch? Kommt sie hoch? Ich war auch überhyped. Ich habe so mitgefiebert mit den Leuten. Guck mal, hier sehen wir. Ja, ist auch, ne? Ist schon ein bisschen. Aber ich glaube, bei Knossi war es noch deutlich mehr, hatte ich das Gefühl. Aber wie gesagt, Kleiderschwimmen. Leute, ohne Scheiß. Okay. Das ist so anstrengend, damit zu schwimmen. Wenn du Klamotten hast, Stiefel, dann hast du noch was in der Hand, die GoPro. Das ist Hölle. Guck mal, sie steht gefühlt auf der Stelle und kommt gar nicht vorwärts. Handschuhe hat sie sogar noch an. Ja. Aber geil, hier ein paar Palmen. Eine Sache fällt mir auf, wir persönlich vom Heli aus haben noch viel mehr von den Spots von den anderen gesehen. Das ist hier noch nicht so richtig zu sehen. Du siehst nur so kleine Ausschnitte. Finde ich aber geil. Ah, hier sieht man ein bisschen was. Ja. Aber mal eine weitere Aufnahme. Geile Aufnahmen hier auch. Aus dem Heli raus. Aber seht ihr das im Hintergrund, wie die Helis die ganze Zeit rumkreisen? Und erst dann sind wir zum nächsten Spot gekommen. Immer erst, wenn die Teilnehmer an Land waren. Anstrengender hätte ich gedacht. Ja. Aber ich bin hier. Hey. Da war der Dryback. Seht ihr das? Hier hinten steht der Dryback. Das wurde ja am Intro gerade erklärt. Ich habe einen richtig geilen Spot. Okay, am Anfang ist das Mikro natürlich ein bisschen voll mit Wasser, ist logisch. Deswegen, aber das wird ja besser dann. Spot.
Oh mein Gott. Geil, Palm. Jede Menge Zeug. Wasser. Wasser. Sorry, dass ich außer Atem bin. Oh mein Gott, ich bin so dankbar. Ich werde jetzt einmal ganz kurz Luft schnappen und mich ausziehen. Oh, oder? Was, Nova zieht sich jetzt aus gleich? Okay. Okay, jetzt kommt, glaube ich, schon Otto, oder? Ich glaube, jetzt kommt Otto. Ja, das ist Otto. Ja. Ja, das ist Ottos. Klar. Das ist mein Wort. Irre. Ey, und damit. Ah, das sieht man jetzt gar nicht. Aber man muss dazu sagen, Ottos Spot, vielleicht erkennt man das später noch. Ich weiß nicht, ob es hier gezeigt wird oder in den anderen Folgen. Aber die ersten beiden Spots waren wirklich so an der Rundseite von der Insel, direkt am Meer. Der Spot von Otto ist in so einer Landzunge drin. Also da mehrere hundert Meter geht das erstmal. Nicht eine Landzunge. Das Gegenteil von einer Landzunge, so eine Wasserzunge quasi rein. Und das endete, glaube ich, hier hinten in so einer Art Mangroven-irgendwas. So sah das zumindest aus, was wir da gesehen haben. Und ich weiß noch, ich fliege da ran und ich habe die ganze Zeit geguckt. Okay, Otto ist dran. Ich sehe den Spot, scanne sofort. Ich war nur am Scannen. Scanne den Spot und sehe so, ah krass, guck mal, da hinten ist, glaube ich, so ein Mangroven-Ding. Sehe, keine Ahnung, so komplette Palmen da stehen und denke mir so, geil. Ich habe mich in dem Moment ohne Scheiß, das war dieser Moment, wo... In diesem Moment, warte. Nee, warte, ich muss euch das kurz zeigen. In diesem Moment habe ich mich so für Otto gefreut, weil der Spot so interessant, spannend, krass aussah mit den Mangroven hinten und auch diesen Palmen davor und dachte mir so, geil. Und dann war natürlich noch so ein zweiter Gedanke. Und der zweite Gedanke war so, warte mal, guck mal, ich bin ja so mit Otto so der Gegenspieler-Konkurrenz, also... Nicht für mich, mir ist das egal, aber so, ne, für den Zuschauer, für die Serie und so weiter. Wir haben beide nur einen Gegenstand, beide irgendwie eine Machete, okay, dies, das. Und denke ich mir so, ey, der ist eigentlich ganz geil, der Spot, den hätte ich auch gern genommen. Der sieht eigentlich ganz nice aus und dachte mir indirekt, ey, wenn Otto so einen Spot kriegt, mit so viel geilen Palmen, kannst du schön bauen, Kokosnüsse, hinten Ding, dann kriege ich bestimmt auch so einen ähnlichen Spot irgendwie. Das war, habe ich mir gedacht. Und deswegen war ich sehr glücklich in dem Moment. Vielleicht kommt noch mal eine totale Aufnahme von dem Ganzen. Das ist mein Spot. Irre. Oh, wieder mit der FPV hier. Das ist, glaube ich, Süßwasser. Das müssten die Mangroven sein, die hinten rauskommen. Ihr seht's. Geil. Otto Bulletproof. Ex-Soldat, Unternehmer, Giga-Chat. Aber er ist eigentlich kein Ex-Soldat. Er ist noch Soldat. Das ist eigentlich eine falsche Information. Er ist kein Ex-Soldat, weil er ist ja noch Reservist. Und eigentlich müsste man auch sagen, ehemals Spezialkräfte. Fallschirmjäger. Das sind Informationen, die fehlen. Wenn ich nicht schon einen Vater hätte, dann würde ich Otto nehmen. Denken sich wahrscheinlich viele bei diesem charmanten Lächeln. Ist halt auch ein hübscher Mann, machen wir uns nichts vor. Also wirklich, das Bild gerade. Oder? Mal ganz ehrlich. Das ist doch eine 10 von 10, Ladies, oder? Dieser Blick. Dieses markante Superman-Kinn mit diesem Drei-Tage-Bart, ja, diese funkelnden Augen. Naja, hat er Glück gehabt mit den Genen. Einsatzerfahrungen und die härtesten Survival-Lehrgänge der Welt machen ihn zum Mindset-Monster. Die Erwartungen der 95 Kilo, Alter, ist das eine Maschine, ey. Scheiße. Community sind hoch, vielleicht zu hoch. Oh, geil, Alter, guck mal, wie er da... Also, ey, mal ohne Scheiß, wie er da steht, wie wirklich in diesem Outfit hier, mit diesem Dschungelding, verschränkte Arme, Legende, oder? Also jetzt schon einfach, ja. Ich hab auch das Gefühl, ich bin gespannt, Otto könnte so der Fabio 2.0 werden, was so Teilnehmer der Herzen angeht, oder? Otto hat so eine Ruhe in Person, hat eine Sympathie, die er ausstrahlt, eine... Auch ein Respekt, es ist einfach, ist ein geiler Typ. Muss man dazu sagen, ist jetzt vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen,
Die Absprunghöhe war hier deutlich geringer als bei den anderen. Das lag daran, dass die anderen quasi ja über dem offenen Meer rausgelassen worden sind, weil die Spots direkt an der Kante sind. Und hier sind wir in dieser Schneise schon drin. Das Wasser hier ist viel, viel flacher. Deswegen musste der Heli so tief hovern, weil es teilweise nur 1,5-2 Meter oder sowas tief ist, je nach Wasserstand. Deswegen ging es nicht höher. Ich hab mich so gefreut, ohne Scheiß, Alter. Ich war so glücklich in dem Moment. Ich war so glücklich. Ey. Das ist ein geiler. Oh, du Gummi. Luftbett. Hey, ganz ehrlich, der Spot. Okay, pass auf. Ja, wie schätzt man das? Also für mich, ich fand den Spot mega geil, weil du hast hinten diesen breiten Fluss, Mangroven, das heißt, du kannst dich da vielleicht ein bisschen reinbewegen. Du siehst hier eine Palme, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, glaube ich, hin. Also du hast hier schon mal so 8 Palmen in verschiedenen Höhen, die hier so ein kleines Gebiet irgendwie abzimmern. Du hast hier so ein bisschen Freibereich mit Kies, hier nochmal was extra, so eine kleine Felskante, viel Schwemmholz. Also finde ich schon, ist ein sexy Spot. Hat mir gefallen. Hätte ich genommen, wenn ich die Wahl gehabt hätte in dem Moment. Muss man mal verarbeiten. Ja. Aus dem Heli. In der Afanese. Ich melde mich gleich. Ich muss erstmal Luft. Ich war jetzt der Einzige im Heli mit Max noch zusammen. Der andere Heli ist ja noch komplett voll mit Joris, Sabrina und Sascha. Und ich sag euch eins: Von Knossi zu Nova zu Otto, das waren alles so Abstände, wo wir sagen, wir fliegen mit dem Heli so 2 Minuten. Und dann fliegen wir zu meinem Spot. Und ich sag euch eins, nochmal, wir fliegen und wir fliegen und es kommt eine Bucht und wir fliegen, es kommt noch eine neue Bucht, wir fliegen, es kommt so eine Wasserzunge rein, wir fliegen. Und ich denke mir so, Alter, wo bringt ihr mich hin? Wir sind ultra lange geflogen. Und ich dachte mir so, hier, ich dachte so, guck mal hier, ah nee, das ist Autospot. So, dann hier sind wir rein, da, und ich dachte mir so, hä, wo bringt ihr mich hin? Hier war wieder ein Spot, wo ich dachte, es ist der vielleicht. Jeder Spot, den du siehst, denkst du auch so, das ist mein Spot, das könnte mein Spot sein. Und das ist mein Spot. Und hier sieht man es ganz schön. Hier vorne ist das Meer. Guck mal, hier links, so. Und das, was ihr hier seht, ist so eine ganz lange Schneise, die da reingeht. Das müsste meiner sein. Achtet auf meinen Blick, ich bin am Scannen. Ich habe gerade 3 Spots der anderen gesehen und bin jetzt am Scannen. Und das erste, was mir aufgefallen ist. Ich sehe den Spot, ich fand ihn ganz geil, sah cool aus, weil so eine Zunge ist mal was anderes gewesen. Aber ich habe mich in meiner Vorbereitung viel mit dem Thema Palme beschäftigt. Baum des Lebens. Supergeile Blätter für Dächer. Kokosnüsse. Bringt dir Wasser, bringt dir aber auch Kokosnussfleisch, je nachdem welcher Zustand es ist. Ja, du kannst keinen Zunder da rausnehmen aus den Kokosnüssen. Du kannst damit Seile machen. Eine Palme ist eine Art Baum des Lebens. Und ich habe bei allen 3 Spots gesehen, dass die jede Menge Palmen hatten. Selbst Otto hatte 7 Palmen in verschiedenen Höhen. Und ich komme an und sehe genau hier hinten. Seht ihr die? Ich sehe eine einzige Palme und die war riesig. Die war riesig und denk mir so, Johannes, das ist doch safe auf deinen Mist gewachsen, dass ich mit Absicht einen Spot kriege, wo nur eine scheiß Palme ist. Das war mein erster Gedanke. Sag ich euch so, wie es ist. Daran habe ich gedacht. Ich dachte mir, warum? Warum bist du so zu mir? Was habe ich dir getan? Hier!
Wo sind die Palmen? Fritz Meinecke. Abenteurer, Skandalnudel, Gemeinecke. Als Gewinner der ersten Staffel steht Fritz unter besonders hohem Leistungsdruck. Jeder Schritt wird von der Community genau beobachtet. Im Gegensatz zu Schweden sind seine Erfahrungen im Dschungel begrenzt. Absolut. Wie viel steckt wirklich hinter dem Motto "Life begins at the end of your comfort zone"? Symbol für auftauchen, alles ist gut, alles ist okay, mir geht's fein. Also, seht ihr das übrigens? Das können wir nochmal kurz da zeigen. Warte mal. Hier bin ich ja ungefähr irgendwie rausgesetzt worden. Ne? Jetzt bin ich ein paar Meter geschwommen. Und jetzt achtet auf die Aufnahme. Seht ihr, wie tief das ist? Also, im Sinne von, ist es nicht tief. Wir hatten vielleicht eine Tiefe von 2,5 Metern. Und deswegen musste ich und Otto so tief abspringen. Beziehungsweise ist der Heli so tief. Da ist mein Dryback unten im Baum. Einmal verabschiedet. Heli geht weg. Okay. Letzter Gruß an den Heli. Willkommen bei Seven vs. Wild Panama. Holy shit. Ich werde mir jetzt erstmal ganz kurz 5 Minuten Zeit nehmen, runterkommen, atmen, mein Drydeck ist da oben, pinkeln gehen und erstmal wirken lassen. Nicht überhastet rangehen, sondern ankommen. Und Mutter Natur heißt mich hoffentlich willkommen. Das ist ein Wasserspot. Also die anderen hatten krass viel Kurzschlussfallen. Die hatten teilweise Strand. Ja, ja. Aber egal, ich suche mir was Schönes. Da drüben ist Riesenufer. Geil. Riesiger Spielplatz. Ist geil. Alter, geil, geil, geil. Ab dem Punkt jetzt habe ich ja nichts mehr gesehen. Bis zu dem Punkt, wo wir jetzt geguckt haben, war ich ja live selbst dabei. Hab gesehen, wie die rausgesprungen sind. Alles, was jetzt kommt, habe ich ja live nicht miterlebt, außer meine eigene Sache. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Jetzt ist Heli Nummer 2. Sascha, Joris und Sabrina. Okay, da habe ich schon Dry. Ist da ein Dryback da drüben oder ist das Müll? Das ist Joris. Geiler Typ. Auch voll fokussiert. Konzentriert. Ja. Joris. Community Wildcard, Hobbybiologe, Jungspund. Joris hat schon so manchen Dschungel gesehen. Als Vertreter der Zuschauer sollte seine Motivation entsprechend hoch sein, die 7 Tage zu meistern. Outdoor und Bushcraft waren bisher allerdings nur ein Nebenprodukt seiner biologischen Forschungsreisen. Wie schlägt sich der Neuling? Ist euch eigentlich bewusst, dass Joris, das seid ihr da draußen, er ist für euch, für jeden einzelnen von euch, ist er quasi damit am Start und Teil des Projekts. Immer wenn ihr ihn seht, immer wenn ihr irgendwas macht, Challenges, dies, das, spiegelt er euch da draußen wieder. Er ist die Community in dem Projekt. Alter, macht der einen Flachkörper? Der ist da voll mit dem Gesicht eingeschädelt. Naja, nee, doch. Geht. Ich dachte, er macht so. Thank you.
Mann, ey. Ultra geil! Krass! Ich habe bisher bei ihm auf jeden Fall auch keine Palmen gesehen. Oder? Jetzt sehen wir den Spot erstmal. Das ist ja ein richtig geiler Baum hier. So ein richtiger Urwaldriese. Hier hängt, glaube ich, sein Packsack. Aber krass, okay. Der Spot sieht schon ein bisschen hart aus, oder? Also, was heißt hart aus? Im Vergleich zu den. Ich glaube, ich bin zu sehr fokussiert auf die Palmen, ne? Also, er sieht cool aus irgendwie. Aber so auf den ersten Blick auch schon, wo ich sage, ja, wirkt erstmal recht anspruchsvoll so. Hier oben sind, glaube ich, so kleine Palmen oder sowas, ne? Also hier ist, hier ist halt weit und breit keine Palme, ne? Scheiße! Geil, okay. Erstmal gucken. Landung war gut. Schwimmen war okay. Ich habe gesagt, ich ging rum. Alter. Genialer Spot. Ich hoffe, jetzt ist Frischwasser. Das heißt, wenn ich. Oh, oh, oh. Seschka! Sascha-Spot hier? Oder? Ist das Sascha-Spot? Hier hinten sehe ich doch schon eine Frischwassergeschichte. Sascha sieht gar nicht begeistert aus. Let's go! Sascha Huber. Oh, Machine! Tuber, Dorfkind, Österreicher. Wirklich zu schaffen macht Sascha nur... Alter. Ob sein Bizeps die 7 Tage übersteht. Geil. Solche Muskelberge sind schön anzusehen, aber verbrauchen eine Menge Energie. Wird ihm sein Adoniskörper zum Verhängnis? Alter, das ist so ein Oberkörper. Nee, nicht so ein Oberkörper, so ein Komplettkörper. Da, den will ich auch. Den würde ich gern haben. Ich glaube, ich muss in eine Transformation reinstarten, Leute. Ich muss jetzt das Discovery-Projekt durchziehen. Und dann ab April 2023 muss ich in die Sascha Huber Trafo reingehen, irgendwie. Also die gibt's gar nicht, aber die muss er mir dann machen. Das geht so nicht. Ja, so will ich ihn hören. So. Oh, das ist aber schon wieder ein bisschen höher, ne? Warte mal. Oh, da ist er jetzt drin. Wenn das ungefähr so 2 Meter sind. Sind das 4 Meter vielleicht? 6 Meter? 8? Ja, das sind schon so 10 Meter, schätze ich mal, ne? Können schon so 10 Meter sein. Das sah schon hoch aus irgendwie. Aber jetzt zeig doch mal den Spot, ich sehe nichts. Boah, stell dir vor, jetzt unten so ein Hai. Ich sehe bisher beim Spot gar nichts, außer so ein paar Büsche. Hä? Warte. Zeig mal den Spot. Hä? Ich sehe bisher nur Büsche. Freunde, ciao. Okay, ich nehme alles zurück. Ich hatte einen guten Spot. Hier sind ja nur Büsche. Warte, hier hinten ist, glaube ich, eine Palme, oder? Okay, Leute, ich nehme alles zurück. Es tut mir leid, wenn ich vielleicht auch in den Folgen jetzt ein bisschen rumheule. Aber der Spot sieht für mich tatsächlich bisher am schwierigsten aus, oder? Also auch definitiv
Also da war ja Otto Spot viel geiler und krasser. Otto hatte da irgendwie 8 Palmen und viel mehr Möglichkeiten. Aber der sieht so von allen Spots bisher echt, echt mau aus. Ach du Scheiße. Weil hier, guck mal, hier ist ja auch, hier ist ein Hang, Busch, Busch, Busch. Hier ist mal ein Baum und hier ist mal ein Baum. Gut, du kannst dich natürlich hier komplett reinschlagen, kostet aber auch alles Energie, ne? Okay, ich bin sehr gespannt. Hallo, wo bin ich hier? Scheiße. Boah, der sieht... Wo sind die Palmen? Ja. Das ist keine einzige Palme. Keine einzige Palme, da ist nichts. Scheiße. Da ist nichts. Scheiße. Ach, ey, der sieht... Also wäre mal interessant, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, so ein Ranking, so wer hat den einfachsten und den schwersten Spot. Aber ganz ehrlich, Sascha hat für mich aktuell gerade echt den beschissensten und schwersten Spot vom Ersteindruck. Gut, meinen kenne ich ja, kann ich nicht einschätzen, aber bei mir habe ich mehr Möglichkeiten, mehr Freifläche wahrscheinlich gehabt. Und Joris kann ich gerade noch nicht einschätzen, tatsächlich, da habe ich noch zu wenig gesehen. Die ersten 3 Spots waren eigentlich am besten. Otto war ein Bombenspot, Nova sah für mich auch stark aus, der hat ja übel viel Palmen davor gehabt. Knossi Traumstrand, ja, machen wir uns nichts vor. Aber Sascha, ach, wow. Okay. Oh ja, ist das Sabrinas? Der sah schon besser aus. Geile Aufnahme. Oh doch, der sieht wieder gut aus, oder? Der sieht gut aus, weil hier oben auch, guck mal, selbst wenn du jetzt hier dich durchkämpfst, hier hast du ein bisschen größere Bäume, heißt unterschiedliches Material, dies, das. Hier hast du Palmen da vorne. Ja, hier hast du einen großen Baum, was angespült. Da war auch noch, hier rechts ist noch eine Palme. Ja, ich finde, der sieht auch nicht schlecht aus. Sabrina Outdoor. Outdoor-YouTuberin, Newcomerin, Grinsebacke. Geil. Seit gut einem Jahr produziert Sabrina Inhalte zum Thema Outdoor. Nach kurzer Zeit kaufte sie ihren eigenen Wald. In der Vergangenheit zeigte sie bei Projekten wie dem Ocean Warrior ihren Kampfgeist. Wird der Dschungel sie brechen? Messer, Klappsäge, Gefäß, Feuerstein. Oh, aber sieht auch hoch aus, oder? Ja, ich glaube so 6-7 Meter könnten es vielleicht sein. Ja, guck, aber guck mal, die Perspektive, das macht schon Unterschied, ne? Hier wieder, bub, 4 Meter. Ey, warte mal. Na, wenn das so 2 Meter sind, 4 Meter, 6 Meter. Ah, das sind schon fast 9. Das sind 9 Meter, würde ich sagen. Ja, auch eine Palme links. Damit ist die Aussetzung durch, Freunde. Alle sind draußen. Hier links Palme, da hinten eine Palme. Doch, der sieht, ich finde, der sieht wieder gut aus. Wir warten noch mal kurz ab und dann gebe ich noch mal eine gesammelte Einschätzung ab zu den Spots. Jetzt habe ich sie ja alle Ersteinschätzung gesehen. Findet sie was? Was? Ein Stein? Hä? Oh. Ja, hallo? Letzte Abenteuer beginnen, ey. Fritz, letzte Abenteuer beginnen, ey. Geil, Alter. Oh mein Gott. Ich glaube, in dem Moment realisiert jeder für sich so das erste Mal, ey, das war halt nicht nur Geplänkel irgendwie übers Internet und Stream, haha, kicher, kicher, so, sondern jetzt ist man da. Der Heli ist weg. Man ist an Land und man, ab dem Zeitpunkt, ist man auf sich allein gestellt. Ich bin gerade echt grad ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Okay, okay. Also, pass auf, Spot-Einschätzung. Meiner Meinung nach, Knossi hat den schönsten, besten Spot, so von nur von der Wirkung jetzt. Von der Wirkung, was ich jetzt gesehen habe. Dann würde ich, glaube ich,
Sabrina, Nova und Otto würde ich in eine Kategorie reinfassen von den Spots. Dann würde ich danach mich und Joris auf eine Spot-Ranking setzen, so von Gegebenheiten her. Und bisher auf letzten Platz Sascha. Ey, der tut mir fast ein bisschen leid. Also ich bin gespannt, ob sich da noch ein bisschen was entpuppt, was den Spot angeht. Aber der Spot sieht echt scheiße aus. Ich hoffe, dass irgendwie durch Entdecken da noch mehr zum Vorschein kommt. Er vielleicht irgendwelche Sachen dann hat und findet oder Palmen oder Materialien oder wie auch immer. Aber auf den ersten Einblick ist Sascha Spot echt, sieht echt hart aus. Aber eine Sache muss einem auch klar sein. Wir haben, ich weiß nicht, ob das gleich noch kommt, vom Spot aus einen Radius von 500 Metern, in dem wir uns bewegen durften. Das heißt, du kannst auch reingehen in den Dschungel und dich durchschlagen. Ne? Das ist Teil des Projekts, das gehört dazu. Du kannst nicht erwarten, dass du an den Spot kommst und da ist alles. Du musst dich auch mal durchkämpfen, um dir Ressourcen und Plätze zu erarbeiten. Und es hieß 500 Meter Radius und du darfst sogar diesen 500 Meter Radius brechen und weitergehen, wenn dir gewisse Ressourcen zum Überleben fehlen. Wenn du zum Beispiel kein Wasser finden solltest oder sowas, dann darfst du weitergehen. Ne? Aber nicht, weil ich jetzt einfach Langeweile habe und sage, ich kämpfe ein bisschen durch. Geil, nochmal zusammengeschnitten. Oh, auch geil geschnitten, Alter. Ah, oh, geile Idee mit diesem Dat-Dat-Dat-Dat. Alle sind draußen. Was kommt jetzt? Wir haben noch ein paar Minuten im Video. 2 Minuten noch. Was kommt jetzt? Ausgesetzt. Kommt jetzt das Intro? Wie in der ersten Folge, dass das Intro hinten rankommt? Okay, nochmal. Ich gehe nochmal einen zurück. Okay. Ausgesetzt auf einer tropischen Insel kämpfen 7 Kandidaten 7 Tage ums Überleben. Sie treten an, um wilden Tieren, giftigen Pflanzen und Naturgewalt zu trotzen. Junge, ich bin nackt. Ich hab es nackt ins Intro geschafft. Wie geil ist das denn, Alter? Ich hab's einfach nackt ins Intro geschafft. Wer nach 7 Tagen noch übrig ist und die meisten Punkte in den Tageschallenge. Alter, was wär's er denn? Scheiße, geil. Challenges gesammelt hat, ist der Gewinner. Ja! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt, vollkommene Isolation. Das fühlt sich gerade an, als würde das so nicht mehr lange gehen, muss ich sagen. Ich glaube, ich kann nicht mehr. Ey, was haben die bei mir reingeschnitten? Ihr wisst ganz genau, diese Aussagen am Anfang, die im Intro kommen, die lernen die Leute auswendig. Das sind schon so Slogans, Hype, Bock, Angriff, nass, kalt und hart. Ihr wisst, was ich meine, das geht durchs ganze Internet, das ist Meme-Potenzial. Das wird auf Shirts gedruckt. Das ist jetzt wirklich wichtig, was hier drin ist. Ich glaube, meine Grenze ist jetzt erreicht. Sascha! Nochmal der Spot von Sascha. Ach du Scheiße. Aber warte. Jetzt sieht man den Spot nochmal ein bisschen besser. Hier hinten, ungefähr nach 100 Metern, würde ich sagen, geht ein kompletter Dschungel los. Okay. Mit der Aufnahme würde ich Sascha wieder eins... Kann das sein, dass hier sogar ein Fluss lang geht? Hier ist doch so helles Wasser. Dann gehe ich zurück und stelle mein Spot, Joris Spot und Saschas Spot auf eine Stufe. Von den Infos, die ich jetzt habe, so. Eine Minute kämpfe ich. So. Mit mir. Oh nein, jetzt. Ich hasse es gerade. Ich find's nicht geil. Das ist der, ja. Aber wisst ihr, was man ein bisschen merkt? Alle Aussagen, die bisher kamen, waren schon so, ich bin echt am Arsch, ne? Hier ist gerade nichts mit Hype, Bock, Angriff und so. Absolute Stille, absolut krass. Es ist eher, auf dem Level ist es nass, kalt und hart. Das hier ist ein anderes Level. Geil. Ich würde jetzt so gerne einfach mal meine Liebsten haben. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Das ist ein Spruch. Der wird's machen.
du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Das ist so ein Spruch. Wann bricht deine Psyche? Wann bricht deine Psyche? Oh, Gänsehaut. Das sind die Sprüche, die werden's. Welcome to the jungle. Oh, geil laufen. Oh, ja, ja. Ich habe gekämpft ohne Ende. Boah, ja. Oh, was eine Transition. Bam, mit dem, der Himmel dreht sich. 7 vs. Wild, Panama. Leck mich am Arsch. So, Freunde, an dieser Stelle, ihr seht's hier. Das Ganze ist organisiert mit Wandermut. Ihr habt es vielleicht schon ein bisschen mitbekommen in einem oder anderen Stream, aber wir haben unser Team erweitert und das Ganze ist ein bisschen geteilt. Ihr kriegt es auch in den Behind-the-Scenes Aufnahmen mit. Und zwar haben wir einmal das Thema rund um die Serie, die Produktion, sage ich mal, ne? Videoschnitt, Kameras, Challenges, wie auch immer. Das haben Max und Johannes mit noch ein bisschen Unterstützung gemacht. Und dann gab es Wandermut. Und Wandermut war halt für Location Scouting vor Ort mit am Start, fürs Sicherheitskonzept. Also alles, damit es überhaupt erst möglich ist. Also ohne Wandermut würde es diese zweite Staffel so nicht geben. Deswegen da ein fettes Dankeschön auf jeden Fall. Wer ist Wandermut? Wandermut ist ja quasi eine Firma, die verschiedenste extreme Abenteuer anbietet, auch selbst gemacht hat. Und ja, waren unterwegs in Peru, in der Sahara, ich glaube hier auch in der Mongolei. Könnt ihr euch mal durchklicken, wir haben die Website auf jeden Fall auch unten verlinkt. Ne? Also hier Abenteuer und Expedition, könnt ihr genau gucken. Die bieten zum Beispiel auch Island Survival an, da kann man sich auch in Panama aussetzen lassen. So ein bisschen Survival-Kram machen, Survival-Training, wie auch immer. Ist eine andere Insel als wir waren. Guckt euch hier durch, Sahara-Tour, Dschungel, Island Survival, geiler Scheiß einfach. Und jetzt ganz neu, das ist cool, haben die ihre eigene Klamottenmarke einfach gegründet. Einfach ist gut. Und genau, die haben wir da auch ein bisschen angeguckt, ausgetestet. Wir haben ein paar Bilder gemacht. Könnt ihr mal durchgucken. Und das Coole ist, die haben halt wirklich Erfahrung. Die haben die Sachen wirklich selbst draußen getestet. Ja, ich bin ja auch mit vertreten mit einem kleinen Bit. Ganz wichtig natürlich, richtig... Hallo, wo ist mein Ding? Hallo? Jetzt bin ich weg. Ich will wieder mich sehen. Hier, richtig gute Belüftung. Endlich keine schwitzigen Eier mehr. So ist es nämlich. Die haben nämlich so Lüftungs... Dinger hier. Passt perfekt. Also, checkt das auf jeden Fall ab, wer noch ein bisschen Outdoor-Kleidung braucht. Haben auch die geilen Hemden und so weiter. Gute Erfahrung drin. Bin sehr gespannt auch, wie das bei euch ankommt. Und ja, checkt den Link in der Beschreibung. Fettes Dankeschön an Wandermut an dieser Stelle, die das Ganze hier möglich gemacht haben. Da müssen wir auch mal ein bisschen Support draus machen. Ja? Folgt ihnen gerne auch auf Instagram, auf YouTube und Co. Machen selber auch Content. Kuss geht raus. Ach geil, und am Ende kommt jetzt immer der Sponsor. Diese Folge wurde unterstützt von Rhino Sheet, 17% Rabatt mit dem Code 7vs1. Hä, ist ja mega. Das ist ja nochmal geil gemacht als Grafik. Ey, mir fehlen die Worte. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich meine, klar, es ist jetzt in der ersten Folge nicht viel passiert. Wir wurden ausgesetzt. Ihr habt die Spots gesehen. Aber ich finde es, ich glaube auch, so wie ich es mitbekomme, die nächsten Folgen werden vielleicht ein bisschen länger. Ich meine, 27 Minuten ist schon recht lang. Es ging jetzt wirklich nur um die Aussetzung. Die Leute kommen an, die Leute werden vorgestellt. Man hat am Ende nochmal super geil dieses Intro, wo du nochmal Snacks kriegst, was alles passieren wird. Ey, ich bin todeshyped, Alter. Keine Ahnung. Das, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Leute, Live-Kanal abonnieren. Wir gehen rein in die Reactions. Wir ziehen uns jedes Video rein. Es ist brutal. Es ist brutal. Also, keine Ahnung. Das ist, also da hat sich wirklich in dem Moment, wo du dir das anguckst, hat sich all dieser Pain im Hintergrund gelohnt. Ihr wisst ja gar nicht, was im Hintergrund alles, wie viel Kopfschmerzen, wie viele Momente, wo du sagst, ey, ich hab da keinen Bock mehr drauf, auf diese ganze Scheiße, das geht mir so auf den Sack. Aber da, wenn du das guckst, in dem Moment fühlst du es und dann hat es sich wieder gelohnt. Ey, brutal. Einfach nur brutal. Es ist geil. Liebe geht raus. Liebe geht raus an das komplette Team, alle, die dabei waren, die sich hier den Arsch aufgerissen haben. Jeden Einzelnen, der irgendwie mit der Community das Projekt unterstützt, egal über Sponsoren, die er nutzt, über Likes, über Abos, schaut bei den anderen Leuten vorbei. Checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung ab, auch in den Hauptserien, da ist alles immer verlinkt. Ey, und ich beende diese Reaction einfach mit einem großen, fetten Dankeschön. Simsalabim, da bin ich wieder. 7 vs. Wild, Panama.